Herzlich willkommen zurück bei Ground and Pound TV. Wir sind heute hier beim Planet Eater Summer Camp, am vorletzten Tag, am letzten Abend quasi. Und an meiner Seite steht Stefan Lagisch, German Top 10 Kämpfer und ja, mit quasi Exklusiv-News. Also Stefan, schieß los. Ja, also die Neuigkeiten, die sind eigentlich, dass mein nächster Kampf ansteht. Ich habe da mit GMC gesprochen, dass ich im November bei GMC 7 dann am Start bin. Und Gegner steht auch schon, also Raphael Devon wird von dem Mittelgewicht aufs Weltergewicht wechseln und ja, steht mir da als Gegner gegenüber. Insofern echt interessant für mich, weil es halt taktisch mal eine andere Kiste ist, halt wirklich ein sehr guter Ringer, der dann wahrscheinlich versuchen wird zu diktieren, wo der Kampf läuft. Und sonst war es ja immer so meine Intention, eigentlich nah ran und auf den Boden runter. Insofern eine kleine taktische Umstellung, interessiert mich wirklich der Kampf und ist starker Gegner. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerankt ist im Mittelgewicht, auf jeden Fall gut dabei und freue mich auf den Fight auf jeden Fall. Ja, ich denke gerade Freunde des Bodenkampfes können sich da auf jeden Fall schon mal den Termin rot im Kalender ankreuzen. Ich glaube, das wird eine gute Sache, Ringen gegen Luta Livre. Du warst jetzt hier beim Summercamp und hast ja auch einige Sachen angeguckt. Womit willst du ihn überraschen? Na gut, das klingt jetzt dumm, weil du es jetzt ankündigen würdest, aber was hast du jetzt deinem Gameplan noch hinzugefügt, was vorher noch nicht da war? Ja, also letztendlich bastel ich an allen Instanzen. Ich will ihm es schwer machen, dass er mich auf den Boden kriegt. Wobei, man braucht, glaube ich, nicht Illusion machen, dass also er ist der bessere Ringer. Also insofern geht es darum, da, glaube ich, ihm das Leben schwer zu machen. Aber ansonsten, wenn es auf den Boden geht, da fühle ich mich eh wohl und im Stand am Striken arbeite. Hier als Trainer noch Ernesto Host beim Summer Camp, ein paar coole Sachen mitgenommen. Insgesamt muss ich das Camp loben. Also Peter vorher angestimmt, ich war vorher noch nie hier und mir gefällt super gut die Stimmung unter den Leuten, das Training auf einem super hohen Niveau und für jeden Kampfstil was dabei als adäquaten Trainingspartner. Insofern sehr glücklich hier. Ist zwar noch nicht so ganz konkret in der Vorbereitung, aber denke schon mal gut was mitgenommen und so ganz detailliert in den Gameplan will ich noch nicht einsteigen, aber so das ist so der grobe Ablaufplan. Wie steht es um deine Kondition? Weil Raphael Levon hat ja in seinem letzten Kampf gegen Abu Azaitar doch so leichte Schwächen gezeigt in der Kondition. Wie gesagt, also mein Ziel wird auf jeden Fall sein, den Kampf ein Stück weit in die Länge zu ziehen. Ich glaube, das macht es für mich auf jeden Fall leichter. Wie genau seine Kondi aktuell ist, kann ich schwer einschätzen. Man hat ältere Kämpfe von ihm gesehen, auch gegen Roman Kapranov, wo es ein bisschen schlechter war. Wobei, ist ja auch was man trainieren kann. Insofern ist die Frage, inwieweit das in meinem Kampf aktuell ist. Aber generell wird schon das Ding sein, das Ding ein Stück weit rauszuziehen. Ich denke schon, dass es meine Chancen bessert und ich fühle mich auch konditionell fit. Also denke, da bin ich auf jeden Fall auch im Pluspunkt dabei. Sehr schön, das hört sich ja richtig gut an. Dann danke, dass du noch recht kurz vor der Abreise die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir eine gute Heimreise und auch viel Erfolg bei der Vorbereitung. Und dann sehen wir uns alle gemeinsam mit Stefan Lagisch bei GMC 7 am 7. November. 7. November, ganz genau.